Zusammen, hallo zusammen und herzlich willkommen endlich zu einem neuen Video hier auf meinem Channel Lubo TV oder It's Lubo, wie ihr mich auch immer nennen wollt. Ich weiß, es hat länger kein Video gegeben, also ich möchte nicht zu viele Ausreden oder so benutzen. Ich habe das Ganze einfach zu Beginn unterschätzt. Plus hatte ich Videos bereit, die dann am Ende des Tages nicht von YouTube erkannt worden sind. Das hat ziemlich dann abgefuckt und Motivation genommen. Daher mehr auf Twitch aktiv gewesen. Aber für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, nicht jeden Tag, aber mindestens einmal pro Woche ein Video zu bringen. Und jetzt sind wir hier, Woche 1. Etwas Neues. Ich möchte nicht Ultimate Team dieses Mal spielen, sondern eine Serie starten, die ihr mitbestimmen könnt. Und da bin ich der Trainer oder wir sind Trainer des FC Basels und versuchen im Karrieremodus den FC Basel ganz weit nach vorne zu bringen. Ja, ich möchte gar nicht lange fackeln, schreibt eure Meinungen in die Kommentare und. Viel Spaß mit dem Video. Hier sind wir also für einmal nicht im Foot-Modus und ich habe das schon länger nicht mehr gespielt, spiele es aber jedes Jahr so mal. Die Trainerkarriere, die Spielerkarriere habe ich nie so richtig gemacht. Wenn ihr Bock mal auf das hättet, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wie gesagt, ich möchte so wenig wie möglich Spiele spielen, sondern eigentlich durchsimulieren, und hier soll es wirklich um Management und so weiter gehen. Wichtig auch noch vorab, alles was ich in dieser Serie sage, wenn ich jetzt einen Spieler verkaufe, heißt das nicht, dass ich den schlecht finde oder so beim FC Basel, gar nicht. Hier treffen wir einfach Entscheidungen, holen Spieler, verkaufen Spieler, das hat jetzt keinen Einfluss auf irgendwelche Beziehungen mit der ersten Mannschaft oder so, einfach dass ich das gesagt habe. Aber wir steigern gleich mal rein, muss Aktualisierungen noch herunterladen. Ja, wir werden es so machen, jede Episode wird so eine halbe Saison haben. Jetzt zu Beginn möchte ich einfach mal so die Einführung haben. Dann starten wir mit der ersten Hälfte der Saison. Ihr schreibt, welche Spieler wir holen sollen, welche wir verkaufen sollen. So einfach läuft das. Ihr könnt das mitbestimmen. Ihr sollt Part sein von dem Ganzen. Und wir sehen hier, der FC Basel, der Folge. Also das sind die Erwartungen. Wir haben sehr hohe Erfolg, national sehr hohe Erwartungen. Kontinental Mittel, Markenpräsenz hoch, Finanzen niedrig, Nachwuchsentwicklung Mittel. Wir sehen das Transferbudget von 9,2 Millionen, Vereinswert von 49 Millionen. Und ja, FC Basel wurde 1893 gegründet. Seine Spiele absolviert der Verein in Basel. Der Verein konnte 20 Meisterschaften und 12 Landespokale erringen. Gut, aber jetzt. Gut, Spielschwierigkeit lassen wir eben, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich eh nicht spielen, wir werden nur simulieren. Darum lassen wir das mal hier so. Euro, das passt, außer sie haben mal Schweizer Franken, nee, Euro passt. Transferfenster soll aktiviert sein, aktuelle Teams, das passt. Hier, kann ich den nicht umbenennen, Town Park? So, dann nehmen wir hier den Sankt Jakob. So schreibt, ja, das schreibt man so. Park. So, dann heißt das Stadion auch richtig. Hier sehen wir alle Einstellungen, die wir vor der Karriere vorgenommen hatten, und dann einfach mal weiter, und jetzt lädt es wahrscheinlich, genau. FC Basel beruft Boller als neuen Chef. Wir sind jetzt Trainer. Überraschend. Und man weiß nicht, welche andere Kandidaten noch im Gespräch waren. Da sagt nur ein zielstrebiger Typ, der uns sicher Erfolg bescheren wird. Das hoffen wir. So, die Einstellungen sind gemacht und wir sind auch schon bei uns im E-Mail-Posteingang. Und wie wir sehen, der European International Cup, das ist unser Vorbereitungsturnier, was wir hier vor unserer ganzen Saison auch in Episode 1 spielen werden. Und wir sehen, in der Gruppenphase geht es gegen folgende Teams: Bursaspor, Parma, FC Empoli. Je weiter die Mannschaft im Turnier kommt, desto mehr wird das Transferbudget aufgestockt. Klingt doch schon mal nice. Daher, dass wir ein paar große Transfer zu Beginn dann auch machen wollen, also je nachdem, was ihr wollt, geht da, ja, ist das wichtig, dass wir hier weit kommen.
Wir haben noch hier Trikotverkäufe, Ziele, wichtige Infos zum Transfermarkt, dass einfach der Transfermarkt offen ist. Erfolge, okay. Ligameister werden und Pokalsieger werden. Die UEFA Champions League Qualifikation schaffen. Verbessere einen Jugendakademie-Spieler um eine. Das machen wir dann auch zusammen. Verpflichte vier Spieler in den Jugendakademie für folgende Position. Okay, Markenpräsenz. Verpflichte einen wichtigen Spieler für die Mannschaft. Position Mittelfeldspieler, Stürmer, alles klar. Und 10 Millionen Einnahmen aus Trikotverkäufen werden wir auch machen. Finanzen, bei den Finanzzielen geht es um eine. Okay, verringern die Spielergehälter um wöchentlich 30.000. Okay, wir sehen, wir haben einige Ziele zu erreichen. Einige Ziele zu erreichen. Wir haben auch einen Assistenztrainer, der Alex Ingberger, der uns einen Scoutbericht haben. Das schauen wir dann auch noch alles an. Was ich hier noch jetzt kurz anschauen möchte, ist die liebe Mannschaft natürlich. Ich habe die mal jetzt so angepasst, meine Aufstellung eigentlich mal nach. Okafor soll eigentlich links spielen, Kalulu rechts, Wolfswinkel im ZOM bin ich mir noch nicht so sicher. So, das ist also unsere Mannschaft mal zu Beginn. Er soll Feedback geben, was sich ändern soll, was ich machen soll und und. Wir werden mit dieser Mannschaft mal das Vorbereitungsturnier machen, mal schauen, wie weit wir kommen. Und ja, wie gesagt, Taktiken und so Anweisungen habe ich eigentlich auch meinem Spiel angepasst. Wir werden nicht spielen, wir werden nur simulieren, aber wir werden sehen, wie weit wir kommen. Und das ist mal, ja. Wie gesagt, ich habe es länger nicht mehr gemacht. Wir werden sehen, wie das läuft. Auf jeden Fall geht es jetzt ins erste Spiel gegen den FC Parma im European International Cup. Mal schauen, wie sich die Mannschaft schlagen wird. So, es geht los. Es passiert noch nichts. Wir sehen Frosinone unten gegen Celtic, Bursaspor gegen Empoli. Hier hat sich ein Spieler vom FC Parma verletzt. Ich hoffe natürlich, dass hier auch ein Tor fällt. Ayeti kommt rein, unser erster Wechsel. Tja, die machen aber nicht die Wechsel, die wir ihnen vorgegeben haben. Anyway. Kalulu in der 90. mit einem Last-Minute-Treffer, der Junge. Not bad. Wir gehen in das erste Spiel gegen den FC Parma. Aktualisiere Daten und Zahlen. Not bad. Not bad. Wie gesagt, umso weiter wir kommen, umso mehr Transferbudget haben wir dann am Ende. Und da kommt auch schon das erste Transferangebot rein. Nee, mit ihm habe ich eigentlich geplant. Daher lehnen wir das ab. Mit ihm habe ich geplant. Ich glaube, wenn wir jemanden verkaufen werden, dann Ballanta, weil er ein ziemlich hoher Transferwert hat und da uns einiges nachher ermöglichen würde. Je nachdem, wir werden es sehen. Wir simulieren jetzt mal die nächste Partie gegen Empoli. Wir gehen gleich wieder rein. Ein zweiter Sieg natürlich wäre nice und wir werden dann auch schon weiter. Wie gesagt, wir wollen mehr Transferbudget, für das müssen wir weit kommen. Das ist unser Ziel, damit wir nachher so geile Transfer wie möglich machen können. So, wieder kein Tor im Start und auch in der zweiten Halbzeit sieht es jetzt so aus. Maybe ein Last-Minute-Treffer. Komm, 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 Last-Minute, Last-Minute, Last-Minute. Nein, dieses Mal kein Last-Minute-Treffer. 0-0. Was sagt uns das? Wir haben zwei Spiele keine Tore kassiert, aber nur eins geschossen. Ist okay. Wir müssen jetzt gegen Bursaspor. Und jetzt ist die Frage, wenn Empoli gewinnt und. Naja, wir gewinnen das Spiel jetzt hoffentlich einfach. Und da haben wir auch schon ein Transferangebot für Ballanta. Ja, Buenos Aires bietet 10,5 Millionen. Er ist 8 Millionen wert. Ich möchte mal noch warten. Kann ich das abwarten? Oder wisst ihr was? Ich werde einfach mal ein bisschen verhandeln. Ich mache das mal jetzt zu Beginn alleine, weil ich den Spieler nichts gegen Ballanta, aber ich wollte ihn verkaufen halt einfach, weil er einen ziemlich hohen Transfermarkt hatte. So, ihr seht jetzt auch, hört ihr die? Ne, die Musik hört man nicht. Aber wir sind bereit, 10,5 Millionen für Ballanta anzubieten. Was muss ich jetzt machen? Ah. Ich möchte eine neue Transfer und ich möchte 13 Millionen. Oder nee, 14,5 Millionen.
Wenn dann richtig auch. Oh, jetzt wollen sie 12 Millionen anbieten. Wir werden das mal so lassen. Ich möchte eure Meinung nehmen. Sollen wir Balanta verkaufen oder nicht für 12 Millionen? Oder sollen wir ihn offiziell auf dem Transfermarkt tun und damit ja, dann schauen, was noch sonst an Angeboten reinkommen. Wir warten mal. Wir spielen mal noch das Turnier zu Ende hier. Wir haben jetzt ein wichtiges Spiel noch, ein drittes gegen Bursaspor. Jetzt will ich aber noch mal zurückgehen. Wie sieht die Mannschaft? Ah, eben. Wir müssen ein bisschen schauen. Wir lassen jetzt mal von Wolfswinkel vom Beginn an, Oberlin auch vom Beginn an und den lieben Bühler auch vom Beginn an. Einfach mal einen neuen Sturm laufen lassen. Ich habe gesehen, die Fitness spielt ja auch noch eine Rolle hier. Von dem her, ja, da muss man wirklich viele Komponente bedenken. Und wir simulieren hier gegen Bursaspor. Geben dem Sturm mal eine Pause bis auf Campo. Und wir kassieren gleich das erste Tor von Aidogan. Aber Frei gleicht aus. Fabian Frei mit dem 1 zu 1 in der 21. Minute. Komm, komm, komm. Wieder ein Unentschieden wäre okay, sonst wären wir in der KO-Phase. Hoffentlich. Aber von Wolfsinkel noch mit dem 2-1. Last Minute, also fast wieder Last Minute, 80. Minute. Nice, nice, nice. Das heißt, wir sind Gruppenerster und sind im Halbfinale gegen Frosinone. Wir sehen hier, FC Bayern holt Ciro Immobile für 83,1 Millionen. GG, liebe Bayern. Okay, das ist jetzt gleich nach dem Spiel. Sieht die Mannschaft nicht so fit aus. Jetzt müssen wir schauen gegen Frosinone. Sieht die Mannschaft eigentlich ziemlich frisch aus? Wir nehmen hier wieder Okafor rein. Wolfswinkel lassen wir drin, weil der hat der gut performt. Der hat noch das entscheidende Tor gemacht. Und Kalulu, der hat auch eigentlich gut performt. Von daher lassen wir die mal drin und schauen mal, wie das weitergeht hier gegen Frosinone im Halbfinale. Oh, einer hat sich schon verletzt, lieber Schwimmert. Aber von Wolfswinkel hier mit dem 1 zu 0 in der 16. Minute. Riveros ist reingekommen. Ich hoffe, es ist nicht allzu Schlimmes, weil ich wollte ja Balanta verkaufen und dann wäre Eray Cemat jemand, den, ja, Wolfswinkel mit dem Doppelpack, also Wolfi, der liebe Wolf mit dem Hattrick, der geht schön ab, Jungs. Und wir sind im Finale. So einfach ist das. Wir sind im Finale im Cup und wir haben wieder Nachrichten, Pressekonferenz, Turnierpreisgeld, okay, 1,6 Millionen. Und eieiei, Eray Cemat hat sich für 3 Monate verletzt. Zwangspause. Das müssen wir auch jetzt noch bedenken, wenn ihr mit den Vorschlägen kommt. Pressekonferenz werden wir teilnehmen. Ich werde meine Mannschaft loben. Die hat sich jetzt gut gezeigt, vor allem der liebe Van Wolfswinkel. Also Van Wolfswinkel. Wir werden jetzt noch sehen, bis es dann gegen Parma losgeht, wie es mit der. Oh, also ja, genau. Wir müssen jetzt den lieben Schimmert rausnehmen und lassen den lieben Suchi dann. Der ist ja bei uns eigentlich nicht verletzt. Also von dem her, ja. Oder wen hätten wir noch? Riveros? Ach komm, Riveros hat das sicherlich auch gut gemacht. Er hat auch einen Pfeil nach oben. Von dem her lassen wir den auf der Innenverteidigung spielen. Ich weiß zwar nicht, nee, er kann kein also kein gelernter Innenverteidiger. Aber anyway, sonst sieht das Team eigentlich ziemlich nice aus. Ich möchte trotzdem hier über die Seiten, da Okafor ziemlich also nicht angeschlagen, aber schaut euch mal die Fitness an. Ja, so lassen wir das. Sorry, Noah, du spielst leider nicht im Finale, aber ja, wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt. Das hast du, lieber Riveros, Blaise Riveros, und darum kommst du auch im Finale zum Einsatz gegen den lieben FC Parma. Wir werden sehen, ob wir das Spiel gewinnen können. Wäre natürlich nice, und Wolfswinkel wieder mit einem Tor, aber Inglese gleich aus. Aber der liebe Wolf, der ist schön in Fahrt. Das heißt wahrscheinlich, dass wir den auch einsetzen werden. Inglese verschossener Elfmeter, hoffentlich Omlin natürlich gehalten. Aber Gervinho jetzt
Mit dem 2-1 wird das unsere erste Niederlage. Ja, das wird unsere erste Niederlage. Aber es geht in Ordnung. Zweiter Platz am European International Cup. Und ja, mal schauen, was uns noch die Transfer-News sagen. Glückwunsch zum Erreichen beim Endspiel. Okay, sie sind also zufrieden, der Vorstand ist zufrieden. So, das war's auch schon mit der ersten Episode von unserer FCB-Karriere bei FIFA 19. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mir in die Kommentare, welche Spieler wir holen sollen, welche Spieler wir verkaufen sollen, was sollen wir sonst noch ändern. Gebt mir Tipps, damit das eine geile Karriere wird. Bedenkt jetzt einfach zwei Sachen, was wir jetzt schon aus dieser Episode wissen. Der liebe Balanta, wir haben ein Transferangebot von 10,5 Millionen. Was sollen wir, nee, 12 Millionen sogar, was sollen wir mit dem machen? Und der liebe Eray Cemat ist verletzt für 3 Monate leider. Ja, mal schauen. Gebt mir auch Vorschläge für Teams und einfach Vorschläge. Ich werde mir alles durchlesen. Gebt dem Video nach einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.